Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir heute, passend zu meinem Dortmund-Trikot hier im Hintergrund, haben wir eine Tierlist mal wieder. Und zwar geht es um die Dortmund-Spiele aus der Saison 2022-23. Ich bewerte mal, wie ich die jetzt diese Saison so finde und wie ich in Zukunft so von denen denke. Es sind nämlich auch ein paar dabei, die jetzt noch gerade im Moment verletzt sind, aber von denen ich zum Beispiel relativ viel halte. Wir gehen hier mal auf die Liste. Wir haben sogar den guten Präsentationsmodus an. So, also hier sind unsere Kategorien. Einmal Teamleader, einmal Erfolgsgarant. Teamleader natürlich hier das Höchste. Dann Startelf, underrated Spieler, Kaderspieler, gute Reservespieler und ab auf die Transferliste. Wir fangen hier an mit Thomas Meunier. Ihr müsst wissen, das zweite Mal, dass ich das Video aufnehme, weil es beim ersten Mal leider meine Kamera irgendwie im Hintergrund war, deswegen nicht drauf war. Wir fangen an mit Thomas Meunier. Ich finde, er hat sich in den letzten Jahren ein bisschen verbessert, aber ich glaube, man kriegt für ihn nochmal so 5 bis 10 Millionen und ich würde auf der rechten Seite was Neues holen und was Neues ausprobieren, weil ich Thomas Meunier wirklich nicht gut finde auf der Position oder nicht gut genug. Ja, ich fand, er hat schon seine guten Spiele, jetzt vor allem in letzter Zeit, in dieser Saison am Anfang, wo er noch fit war, hat er echt ein paar ganz gute Spiele gemacht, muss man sagen. Und deswegen könnte man ihn tatsächlich auch in Startelf oder in Kaderspieler tun, aber ich würde ihn verkaufen und die 5 bis 10 Millionen mitnehmen. Karim Adeyemi ist für mich ein Startelf-Spieler, weil ich finde, der bringt ein Element rein, was es in Dortmund nicht so richtig gibt. So einen richtig, richtig pfeilschnellen Spieler. Ich finde, das hat er auch gegen Bayern so stark gemacht. Also mitunter wegen ihm hat man da das noch zu einem 2-2 gedreht. Auch weil wegen ihm Coman die rote Karte gesehen hat, lässt sich ja viel diskutieren über die Entscheidung vom Schiri, aber das fand ich schon richtig. Karim, eigentlich ein sehr geiler Spieler, hat jetzt diese Saison noch nicht so krass gut funktioniert, muss man sagen. 0 Tore und 0 Vorbereitung leider, aber das wird sich noch ändern, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall in der Bundesliga. Der ist jetzt auch bei der WM dabei. Vielleicht startet er ja da richtig durch und kriegt seine paar Einsatzminuten und zeigt, was er kann. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen und für mich gehört er eindeutig in die Startelf. Emre Can ist eigentlich auch ein Kaderspieler, aber ich würde ihn tatsächlich verkaufen, weil ich finde, man hat genug Spieler, die diese Position besetzen können. Das zentrale Mittelfeld vor allem, wo er am stärksten ist. Ich finde, er hat auch ganz gute Spiele gemacht, gegen City zum Beispiel, aber meiner Meinung nach würde ich ihn verkaufen und auf einer anderen Position nachlegen, zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition für das Geld, was man für die zwei hier bekommt. Genau, Emre Can, ich finde ihn nicht mehr so gut, leider. Ich fand ihn damals ein geiler Transfer, wo er gekommen ist, aber im Moment finde ich ihn zu fehleranfällig. Der geht so oft ins 1 gegen 1 und verliert dann den Ball im Mittelfeld, ganz dumm. Verstehe ich auch nicht so richtig, warum er das macht, weil eigentlich ist er ein solider Kämpfertyp und passt gar nicht so richtig zu ihm. Als nächstes haben wir Daniel Malen. Könnte man tatsächlich für mich auch in die Startelf tun, aber ich mach's mal nicht, weil ich finde, der ist eher ein Kaderspieler, kommt nach Adeyemi und anderen Spielern auf jeden Fall. Deswegen würde ich ihn in Kaderspieler tun. Ich finde ihn auch eigentlich ganz gut. Hat die Saison meiner Meinung nach richtig stark angefangen im DFB-Pokal und auch gegen Leverkusen. Dann hat er sich ja leider verletzt. Und jetzt ist er wieder so in diesem von letzter Saison, dass er jetzt nicht mehr so gut ist, finde ich. Ich glaube, der braucht ein paar Erfolgserlebnisse und dann kann der auch richtig durchstarten und auf jeden Fall in die Startelf vorne rein rotieren. Von Daniel Malen halte ich, wie gesagt, eigentlich relativ viel, muss ich sagen. Deswegen kommt er aber trotzdem erstmal ein Kaderspieler für mich, weil für mich eigentlich ein Kaderspieler ist, wenn alle fit sind, auf jeden Fall. Giovanni Reyna kam jetzt auch aus einer langen Verletzung, finde ich aber trotzdem echt stark. Hat jetzt gegen Gladbach auch eigentlich 2 Tore machen müssen, hat sie nicht gemacht. Das waren für mich 100%ige. Aber eigentlich finde ich ihn einen geilen Spieler, bringt ein neues Element. Andere Zehner-Typ wie Reus und Brandt. Deswegen würde ich ihn auf jeden Fall hier in Underrated reintun und mal gucken, was bei ihm die Zukunft bringt. Entweder viele Millionen oder einen sehr guten Spieler bei Dortmund, denke ich. Teamleader Gregor Kobel, was der diese Saison für Spiele gemacht hat und uns die Siege beschert hat oder keine Niederlage auf jeden Fall. Also Gregor Kobel finde ich mit den stärksten Spieler von Dortmund diese Saison. Deswegen ist er für mich ein absoluter Teamleader, ein geisteskranker Transfer gewesen. Ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, wo er von Stuttgart kam, aber mittlerweile bin ich total überzeugt von ihm und finde ihn
den Moment den besten Torhüter der Bundesliga, muss ich sagen. Genau. Bino Gittens leider gerade auch verletzt. Der muss einfach daran anknüpfen, wie er aufgehört hat. Dann ist er ein Mann für die Startelf, aber er ist für mich eindeutig underrated. Der wird seinen Weg gehen und früher oder später in der Startelf von Dortmund stehen. Oder wieder in der Startelf von Dortmund stehen. Jude Bellingham, nächster Spieler. Ja, was soll ich zu ihm sagen? Der wird wahrscheinlich nach der Saison gehen, seine 150 Millionen einspielen und ja, er ist ein geisteskranker Spieler. Er ist nach vorne gut, nach hinten gut, er ist überall auf dem Platz, er ist unglaublich wichtig für die Mannschaft. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn er sich vielleicht doch überlegen würde, noch ein paar Jahre länger zu bleiben, aber wenn wir realistisch sind, dann wird es wahrscheinlich leider nicht passieren. Aber ich bin riesen Bellingham-Fan, also packe ich den auf jeden Fall auch in Teamleader rein, weil der halt auch einfach extrem stark ist. Also Top 5 Bundesligaspieler Meinung nach im Moment auf jeden Fall. Apropos Top-Spieler, Julian Brandt, Erfolgsgarant auf jeden Fall. Der konstanteste Offensivspieler bei Dortmund im Moment, macht seine krassen Spiele und hat sich die WM-Teilnahme so krass verdient. Julian Brandt, wirklich, wirklich richtig gut diese Saison. Technisch ist er so überragend und er zeigt es jetzt gerade im Moment, finde ich, sehr gut und ist damit auf jeden Fall ein Erfolgsgarant und einer der besten Spieler bei Dortmund gerade, wollte ich auch auf jeden Fall sagen. Mats Hummels ist hier zwischen Erfolgsgarant und Startelf, der hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall zu WM mitgehen müssen, vor allem nach den Spielen gegen City, wo er einfach geisteskrank performt hat. Jetzt gegen Gladbach war er scheiße, man merkt halt, er wird alt. Diese Sprints, das klappt halt nicht mehr, aber sein Spielverständnis, seine Pässe, sein Stellungsspiel eigentlich auch, das ist wirklich überragend. Ich finde ihn immer noch ein Erfolgsgarant, würde ich sagen. Mats Hummels, auch wenn er seine schlechten Spiele hat, aber er hat seine überragenden Spiele und die stechen, finde ich, die Saison bis jetzt raus und deswegen finde ich ihn auch die Saison den besten Innenverteidiger von Dortmund. Meier kommt in Kaderspieler, hatte seine Sache wirklich, wirklich gut gemacht, als Gregor Kobel verletzt war, kommt von Jan Regensburg und spielt plötzlich gegen Manchester City. Kann man auch keinem erzählen. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht von ihm. Ich fand, er hat es auch gut gemacht. Den Schuss von Stones gegen City kann er vielleicht halten, aber sonst wirklich sehr, sehr starke Leistungen. Modahut, Starterspieler, auf jeden Fall für mich. Wenn er fit ist, was er am Anfang von dieser Saison gemacht hat und wäre fit geblieben, vielleicht wäre Dortmund besser gewesen mit ihm. Ich finde ihn den besten Sechser, den Dortmund hat. Wenn man Bellingham jetzt auf die Achter als Achter sieht, dann ist der Hut der beste Spieler. Der hat sich defensiv so krass gesteigert und ist offensiv sehr stark, ballsicher, passsicher. Einfach so ein richtig belebendes Element im Mittelfeld von Dortmund. Der Hut, von dem halte ich echt viel. Wenn er fit geblieben wäre, wäre auch bestimmt ein Trikot von ihm reingeflattert. Matteo Morey, der Pechvogel im Dortmund-Kader wahrscheinlich, ist eigentlich seit er da ist die ganze Zeit verletzt. Hat eigentlich ein sehr großes Potenzial und kann das aber leider noch nicht so richtig ausschöpfen, weil er die ganze Zeit einfach verletzt ist. Man kann ihm natürlich nichts vorwerfen, wenn er fit bleibt. Vielleicht ist er irgendwann mal ein Typ für unsere rechte Seite, aber im Moment ist er halt leider nur eine gute Reserve, weil er halt einfach die ganze Zeit verletzt ist und auch wenn er zurückkommt, immer extrem verletzungsanfällig ist. Gehen wir weiter zu Youssoufa Moukoko. In dieser Saison auf Erfolgsgarant auf jeden Fall. Der beste Stürmer, finde ich, passt perfekt in das System von Dortmund. Ich verstehe warum man Anthony Modest geholt hat. Ich hätte einfach auf Moukoko gesetzt und das zahlt sich jetzt gerade auch am Ende aus. Ich finde, seit Moukoko Stamm spielt, ist Modest. Der spielt nicht gut und Moukoko macht seine Sache super und ich finde, der passt auch perfekt ins Dortmund-System, wie er die Bälle festmachen kann und trotzdem auch in der Luft ganz gut ist. Passsicher, technisch stark, dribbelt extrem gut, krasser Abschluss, wie man auch gegen Bochum gesehen hat. Moukoko von mir aus auch als 17-Jähriger verdient in die Nationalelf mitgenommen. Profitiert vielleicht so ein bisschen vom Werner aus, aber trotzdem finde ich, hat das verdient, in die Nationalmannschaft und zu WM zu fahren. Deswegen kommt er hier auf jeden Fall zu Erfolgsgarant. Nico Schlotterbeck, habe ich mich sehr gefreut, dass er gekommen ist. Aber ich muss ihn leider nur in Startelf tun, weil er zu viele Fehler hat und noch nicht so richtig an seine Zeit bei Freiburg anknüpfen kann. Ich hoffe, das ändert sich noch. Ich bin ein sehr großer Fan von seinem Spielaufbau und seinem linken Fuß und seinen Verlagerungen. Und ich glaube, nach der Saison kann er auch richtig durchstarten und wird dann auch vielleicht hier eins in meinem nächsten Bewertung eins nach oben rutschen.
und zum Erfolgsgarant werden. Ich halte sehr viel von Nico Schlotterbeck. Ich hoffe, der entwickelt sich weiter gut und spielt eine starke WM und kommt vielleicht sogar nach der WM extrem stark zurück und spielt dann bei Dortmund eine richtig wichtige Rolle und kann vielleicht sogar Erfolgsgarant oder Teamleader aufsteigen. Niklas Süle für mich auch gesetzt, rechts hinten auf jeden Fall im Moment. Macht das sehr gut, finde ich. Man sieht seine offensive Vergangenheit. Hat ja früher Stürmer und ZDM, glaube ich, gespielt. Sehr schnell, obwohl er auch nicht so aussieht. Technisch stark, dribbelstark. Eigentlich auch gute Flanken. Schätzt sich eigentlich auch gerade sehr gut offensiv ein. Hat ja gegen Wolfsburg auch gegen Pfosten geschossen und so. Süle finde ich eigentlich gerade ganz gut. Auch als Rechtsverteidiger. Vielleicht ist er auch da in der Nationalmannschaft gesetzt. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall Starterspieler. Aber mehr noch nicht. Kann auch noch werden, je nachdem, was da mit Hummels passiert und wie dann die Innenverteidigung mit Schlotterbeck und Süle, kann ich mir auch sehr gut vorstellen in Zukunft. Paslak kommt nur in gute Reserve. Ich finde ihn geil, Mann, für Kaderspieler. Kaderspieler, komm. Ich finde ihn wichtig für den Verein. Ich feiere ihn. Er kriegt zwar keine Spielzeit, aber ich feiere ihn einfach. Und ich finde es geil, wenn er trotzdem im Verein bleibt, trotz der wenigen Spielzeit, was wahrscheinlich unrealistisch ist. Aber ich es trotzdem ganz geil fand, weil ich Felix Paslak als Typ einfach übertrieben feier. Genau. Rafael Guerreiro, eindeutig Startelf-Spieler. Defensiv ist er wackelig, würde ich jetzt mal beschreiben. Aber offensiv finde ich ihn extrem stark. Deswegen würde ich vielleicht auch irgendwann mal probieren, ihn auf der 8 zu testen. Weil er dann immer noch ein paar Leute hinter sich hat und dann mal seine Stärken so richtig gut ausspielen kann. Sein Abschluss, seine technischen Fähigkeiten, seine Dribblingsfähigkeiten, seine Flanken, sein Passspiel. Ich finde Guerreiro absolut krass. Ich habe auch ein Trikot von ihm. Rafael Guerreiro auf jeden Fall Startelf. Und wenn er die Defensive in den Griff kriegt oder vielleicht auf der 8 mal spielen könnte, könnte ich ihn auch eins nach oben auf jeden Fall sehen. Ich feiere ihn sehr und ich hoffe, sie verlängern seinen Vertrag, weil ich ein sehr großer Rafael Guerreiro-Fan bin. Marco Reus, ja, was soll ich dazu viel sagen? Wenn er fit ist, oder wenn er fit geblieben wäre, ohne seine Verletzungen, meiner Meinung nach, wäre der einer der krassesten Spieler unserer Zeit gewesen. Und wäre wahrscheinlich nicht bei Dortmund geblieben, leider, aber ich finde ihn trotzdem überragend, wenn er fit ist. So ein guter Spieler. Mein Lieblingsspieler auch natürlich, deswegen wäre es auch komisch, wenn ich ihn woanders werde. Leider seine Verletzungsanfälligkeit ist ein bisschen scheiße, sehr scheiße. Aber ich setze ihn auf jeden Fall in Teamleader, weil ich ihn auch echt stark finde. Und wenn er fit ist, ist, finde ich, auch einer der besten Bundesligaspieler auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall hier im Teamleader. Tom Rothe kommt bei mir in Underrated, weil ich sehr viel Potenzial in ihm sehe. Und ihm, ich denke, vielleicht sogar die Zukunft auf der linken Seite bei Dortmund gehört. In der Champions League gegen Kopenhagen fand ich ihn nicht gut. Aber dafür fand ich ihn in Köln sehr stark. Wo er reingekommen ist und ich finde, er macht seine Sache eigentlich immer ganz gut und ich sehe ihn in Zukunft wirklich in der Startelf bei Dortmund. Özcan setze ich auch in die Startelf, finde ich, ist ein neuer Aspekt im Dortmund-Spiel, was ein bisschen gefehlt hat letztes Jahr. Diese Mentalität, die oft angesprochen wurde, oder dieses Dreckigsein, finde ich, bringt Özcan wirklich geil mit. Deswegen ist er für mich ein Startelf-Spieler, auch wenn wahrscheinlich einer rausfallen müsste, wenn jetzt hier alle spielen. Aber ich finde, Özcan ist eigentlich ein Typ für die Startelf. Ich finde ihn sehr stark, guter Transfer gewesen. Lässt sich nicht so viel zu sagen. Zu Nico Schulz sage ich gar nichts. Verbrecher. Der kann hier ab auf die Transferliste oder Vertragsauflösung, ist mir eigentlich egal. Gehen wir weiter mit Thorgan Hazard. Kaderspieler oder halt Transfer, ab auf die Transferliste. Ich setze ihn ab auf die Transferliste, weil ich glaube, man kriegt noch ein bisschen Geld für ihn vielleicht. Ich finde ihn nicht gut, wirklich nicht. Hat man ja auch gegen Gladbach gesehen, keine Flanke von ihm kam an. Oder irgendwie gut. Ich habe halt nicht so viel von Thorgan Hazard leider. Ich habe viel von ihm gehalten, ich habe auch ein Trikot von ihm tatsächlich. Aber im Moment finde ich ihn schlecht und ich würde das Geld reinvestieren in einen anderen guten Spieler. Flügelspieler oder Außenverteidiger, je nachdem. Gehen wir weiter mit Anthony Modest. Für mich ein Aussortierungskandidat. Ich finde ihn wirklich nicht gut, hat das wichtige Tor gegen Bayern gemacht, dafür bin ich ihm dankbar. Natürlich, aber ich finde ihn nicht gut. Ich finde, der passt überhaupt nicht ins Spiel, keine Flanken auf ihn kommen, weil das einfach nicht Dortmunds Spiel ist. Moukoko ist viel mehr der Spielertyp, finde ich, als Modest. Aller, zu dem komme ich gleich noch, den finde ich noch passender als Moukoko. Aber Anthony Modest ist kein Spielertyp für Dortmund. Ich fand ihn bei Köln richtig geil, aber bei Dortmund ganz schlecht. Marius Wolf, wenn er fit ist, auch einer für die Startelf auf jeden Fall.
Ich finde, der hat es sehr gut gemacht auf seiner rechten Seite. Egal auf Offensiv, obwohl ich ihn da nicht so ganz sehe, sondern ich sehe ihn eher entweder als Right Wingback mit einer Dreierkette oder als Rechtsverteidiger. Fand ich ihn echt stark und wenn er fit geblieben wäre, so richtig, die komplette Hinrunde gespielt hat, wäre auch was für Hansi Flick gewesen, meiner Meinung nach. Ja, Erfolgsgarant. Sebastian Haller, geiler Transfer eigentlich gewesen. Alles scheiße gelaufen, was scheiße laufen kann. Krebserkrankung, Hodenkrebserkrankung. Kann man nichts machen, aber ich fand ihn eigentlich einen geilen Transfer. Passt perfekt ins Spiel, technisch stark, läuferisch stark. Auch gut in der Luft. Passspiel kann man mit ihm gut aufziehen. Eigentlich der perfekte Stürmer für Dortmund. Ich hoffe, er wird fit und wird dann dieser Erfolgsgarant, wo ich ihn auch einstufe. Ich hätte ihn auch so 15 bis 20 Tore die Saison auf jeden Fall eingestuft, wenn er fit geblieben wäre. Das hätte ich sehr gefühlt und dann würden wir vielleicht nicht auf dem 6. Platz hier nach der Halbsaison stehen. Aber was sollen wir machen? Ich packe ihn trotzdem hier in den Erfolgsgarant. Als letzter Edin Terzic, unser Cheftrainer. Ich packe ihn zu underrated, weil ich finde, der braucht noch ein paar Jahre, aber die muss man ihm, finde ich, auch geben, weil er perfekt ins Dortmunder, in die Dortmunder Mannschaft passt. Er braucht vielleicht noch ein paar Jahre, aber die braucht er als Cheftrainer bei Dortmund, um sich da richtig zu etablieren. Und dann wird er ein richtig geiler Trainer, glaube ich. Aber gib ihm die Jahre, feuer ihn nicht zu früh, lass ihn sein Ding machen. Auch wenn Dortmund ein bisschen vielleicht abkackt, aber lass ihn sein Ding machen. Der wird uns früher oder später den einen oder anderen Titel bescheren. Da bin ich mir ganz sicher. Genau. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden mit meiner Tierlist. Wenn nicht, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr andere Meinungen habt oder irgendeinen Spieler anders werten würdet, schreibt es gerne rein. Wie gesagt, das wurde sich auch gewünscht, hier die Dortmund-Tierlist. Deswegen habe ich sie auch gemacht. Und Auto-Tierlist wurde auch gewünscht, aber da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Deswegen wollte ich jetzt zuerst hier die Dortmund-Tierliste machen für euch. Genau. Macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schaut gerne auch auf TikTok, auf Instagram und auf Twitch vorbei. Auf Twitch wollen wir endlich die 50 Abos knacken. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.